Moin Moin, heute gibt es seit langer, langer Zeit mal wieder ein Unpacking auf meinem Kanal. Ich durfte nämlich bei Arvel bestellen. Ich habe einen 25 € Gutschein gestellt bekommen. Ich habe bisher noch gar nicht bei Arvel bestellt, ist also mein erstes Mal. Ich weiß aber aus vielen Unpackings, dass Arvel wirklich nur Mängelexemplare hat und es sind keine gebrauchten Bücher. Deswegen bin ich da sehr von angetan, weil ich bin doch so ein bisschen ja, pingelig mit meinen Büchern und bei Rebuy und Medimobs, ja, habe ich doch die ein und andere schlechte Erfahrung gemacht, auch wenn natürlich die Preise unschlagbar sind. Bei Arvel sind die vielleicht nicht ganz so niedrig, aber dafür sind die Bücher meistens top in Schuss. Ich habe ja mein Paket jetzt noch nicht ausgepackt. Dies ist dieses schöne Stück. Aber wir werden ja gleich sehen, ob bei mir die Bücher auch im Top-Zustand sind. Ich bin jetzt schon echt glücklich, dass das Paket endlich bei mir angekommen ist. Eigentlich sollte es schon Dienstag da sein. Das war vorgestern. Ich war zu Hause und ich hatte eine E-Mail bekommen, dass das Paket zwischen 11 und 14:30 ankommt. Also habe ich gedacht, gut, machst dich schön fertig und ja, gehst nicht aus dem Haus, damit du da bist, wenn es ankommt. Kriege ich auf einmal eine E-Mail, dass das Paket jetzt in einer Packstation gelandet ist, weil sie mich nicht erreichen konnten. Ja, ich war aber zu Hause. Dann habe ich da angerufen, habe Gott sei Dank einen sehr kompetenten Mitarbeiter am Telefon gehabt. Der hatte dann gefragt, ob ich denn jedenfalls eine Karte im Briefkasten habe. Hatte ich natürlich auch nicht. Ja, dann war anscheinend der DHL-Paketbote zu faul gewesen, um bei mir überhaupt vorbeizufahren und hat es gleich in die Paketstation gebracht. Der kompetente Mitarbeiter am Telefon hat mir dann gesagt, am nächsten Tag können Sie das abholen. Ich schicke Ihnen die Karte zu, mit der man dann, ne, Scancode drauf hat und dann kann man sich das aus der Packstation rausholen. Ich hätte mir es auch zuschicken lassen können, aber das wäre einen Tag später dann angekommen, das Paket. Deswegen dachte ich, nein, du möchtest so schnell wie möglich haben, dann lässt du dir die Karte zuschicken. Die Karte kam auch. Ich bin dann allerdings zu dieser Packstation hingelaufen. Die ist auch nicht so weit weg von hier. Allerdings war dann der Paketstationsautomat, irgendwas, der Touchscreen kaputt, ist immer eingefroren. Ja, es war sehr lustig mit den ganzen Leuten davor, auch eine ältere Dame, die dann auch gegengetreten hat. Dann hat es kurze Zeit funktioniert, aber leider dann wieder nicht. Dann haben wir da angerufen und sie meinten, dann innerhalb von 72 Stunden soll sich darum gekümmert werden. Ja, ich habe dann heute schließlich danach geguckt, ob der Automat wieder funktioniert und er funktionierte, Gott sei Dank. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist das Paket endlich bei mir da und ja, ich bin glücklich, ist aber auch, ja, hätte nicht sein gemusst, weil ich ja nun mal zu Hause war. Und bisher hatte ich das nicht. Ich habe das ein paar Mal schon in Facebook-Gruppen gelesen, dass andere das auch das Problem haben, dass der Paketbote gar nicht mehr klingelt, obwohl man zu Hause ist. Finde ich nicht in Ordnung. Ich hoffe, dass der ein bisschen auf den Deckel bekommt. So, aber ich habe mich jetzt mit Schere und Paket bewaffnet und wir wollen es jetzt endlich aufmachen. Aber ich wollte euch die Geschichte jetzt auch nochmal erzählen, ein bisschen meinen Frust loswerden. Ich bin sehr gespannt. Bei zwei Büchern stand es auf jeden Fall schon fest, welche ich mir hole. Bei den anderen hat es ewig gedauert, bis ich mich entscheiden konnte. Aber das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch einmal, wie es aussieht. Es sind vier Bücher. So. Ja, naja. Ich sehe schon ein paar angestoßene Ecken, aber gut. So. Übliche Werbung. Kramsen, das übliche Lesezeichen. Das kann erstmal weg, das brauchen wir nicht. Und eine Liste, da stehen allerdings die Preise nicht drauf. Ich gucke aber gleich mal, ich müsste sie eigentlich in der E-Mail drin haben. Also ich hatte einen 25 € Gutschein, habe aber 1,96 € noch draufzahlen müssen. Also insgesamt war die Bestellung ja, 26,90 € wert. Zunächst zeige ich euch das Buch, was ich eigentlich, weswegen ich eigentlich bestellt habe, beziehungsweise wo ich sofort wusste, das möchte ich mir holen. Das war auch das teuerste, es hat nämlich 9,99 € gekostet, aber der ja, Originalpreis ist, glaube ich, liegt, glaube ich, bei fast 20 €. Und zwar ist das Silber,
Das dritte Buch der Träume von Kerstin Gier. Ich liebe diese Cover und das dritte toppt irgendwie alles, weil es so schön glänzt, obwohl das zweite auch schon wunderschön war. Und das ist wirklich in einem super Zustand, auch keine angestoßenen Ecken. Wie gesagt, der obligatorische Mängelexemplarstempel. Aber es hat sonst nichts. Ungelesen, riecht noch neu. Ein bisschen wellig ist das hier, aber ansonsten sieht das top. Oh, hier ist es ein bisschen angestoßen. Naja, gut, das kann ich noch verkraften. Den dritten Band werde ich wieder zusammen mit der lieben Steffi von Steffis Leseleben lesen. Ich habe nämlich auch schon den zweiten Band mit ihr zusammen gelesen. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich liebe den Humor von Kerstin Gier. Besonders hier in diesem Buch sind die Personen so toll ausgearbeitet und die wachsen einem so sehr ans Herz. Und ich freue mich drauf, auch wenn ich vom zweiten Band sehr enttäuscht war, was die Fantastik geht und was die Idee geht und die Geschichte angeht, wie sie weiterentwickelt wurde, versuche ich jetzt meine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben und mich einfach auf die Figuren und auf den Humor zu freuen und hoffe, dass ich denn nicht zu sehr enttäuscht werde. Und wie gesagt, das wird auch bald gelesen. Mitte April hatten wir uns ungefähr geeinigt und ich freue mich jetzt tierisch, dass es bei mir angekommen ist. Das zweite Buch, weswegen, also wo ich wusste, das will ich auf jeden Fall haben, das sieht leider nicht so schön aus. Naja, und zwar ist das Stephen Kings Dr. Sleep. Ich habe ja Anfang des Jahres, im Januar gleich, den Klassiker, den King-Klassiker Shining gelesen und es hat mir super gut gefallen. Ist schon ein Highlight aus 2017, das kann ich schon mal sagen. Und das ist ja die Fortsetzung dazu, die einige Jahre später spielt. Und ich dachte, bevor ich jetzt irgendwie vergesse, einige Details aus dem ersten Band vergesse, möchte ich damit weitermachen. Und ich werde in einer Leserunde, und zwar mit den Kingsköpfen, werde ich im Mai das voraussichtlich lesen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ist echt ein cooler, ganz schöner Klopper. Na, knapp 650 Seiten. Ja, das hat hier hinten einmal, ist ein bisschen gestanzt, was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber was ich halt nicht so schön finde, sind die angestoßenen Ecken hier oben und da. Ja, aber das hat, ich gucke nochmal, ich glaube 4,99 gekostet. Ja, 4,99 hat das gekostet und dafür ist das ja vollkommen in Ordnung. Ne? Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja ein bisschen mit liebevoller Pflege noch ein bisschen hübscher hin. Aber okay, es hat halt auch so Ratscher obendrauf. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön und ein bisschen schade. Aber gehen wir gleich zum nächsten über. Und zwar ist das ein Buch, was ich schon gelesen habe und eigentlich überhaupt nicht in mein Genre reinfällt. Ich habe es aber nur ausgeliehen gehabt und mir hat es aber so gut gefallen, dass ich es jetzt gerne auch in meinem Bücherregal stehen haben möchte. Und jetzt, als ich es denn entdeckt habe, dachte ich, bestellst du das? Ich will ja sowieso nicht so viel auf meinen Sub hauen, so viel Unnötiges. Deswegen habe ich mich für das Rosi-Projekt von Simsion entschieden. Im Rosi-Projekt geht es um Don Tillmann, der Wissenschaftler ist und ich glaube, das Asperger-Syndrom hat. Jedenfalls ist er durch und durch Wissenschaftler und durch Logik geprägt. Seine Tage sind durchstrukturiert bis zum geht nicht mehr. Und was ihm nun zu seinem Glück noch fehlt, ist eine Frau. Er möchte heiraten. Er macht also das Projekt Heiraten, das Projekt Ehefrau auf und er entwickelt einen 16-seitigen Fragebogen, um die Frau seines Lebens zu finden. Und er begegnet nun aber Rosi, nicht durch diesen Fragebogen, sondern weil sie ihn als Wissenschaftler braucht. Sie sucht nämlich ihren biologischen Vater. Und Rosi ist genau das Gegenteil von Tillmann, denn sie ist total chaotisch. Und als sie plötzlich mit Pizzabeinen reinschneit und heute ist eigentlich doch Fischtag oder wie auch immer, bringt sie sein Leben total durcheinander, wie das nun mal so ist. Ich fand diese Liebesgeschichte sehr, sehr intelligent und durch seine schrulligen Eigenschaften ja total genial gemacht. Ich finde das Cover grauenvoll, dieses Pink, das stößt total ab und man denkt, das ist so Chiclet und es finde ich ganz, ganz grauenvoll, weil ich halt auch finde, dass es eigentlich auch Männer lesen können durch diese Charaktere und durch
diesen Witz, der hier auch drin entsteht. Aber gut, ist halt nun mal so. Aber ich fand das Buch toll, deswegen möchte ich das gerne auch in meinem Regal stehen haben. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Es hat hier hinten Ratscha noch ein Etikettschnipsel, aber den kann man ja noch abkriegen und halt ein bisschen angestoßene Ecken. Es ist ein bisschen verstaubt und es hat halt so ein bisschen, ja, Lagerspuren, ich weiß nicht, oder Transportspuren, so ein bisschen ratschig hier oben drauf. Vielleicht kriege ich das noch ein bisschen weggewischt, wenn ich das feucht abwische. Ansonsten ist das eigentlich ein Top-Zustand, also kann man eigentlich nicht meckern. Achso, und das Rosi-Projekt hat auch 4,99 € gekostet, falls ich das noch nicht erwähnt habe. So, und jetzt als letztes haben wir noch ein Kinderbuch, was wirklich wie neu aussieht. Und da freue ich mich riesig drüber. Und zwar ist das Mr. Gum und der fliegende Tanzbär. Ich habe schon Band 1 bis 4, glaube ich. Ja, Band 1 bis 4 hier stehen. Zwar in der Taschenbuchausgabe, ich habe immer gewartet, bis die gebundenen hier auch in Taschenbuchform erscheinen, die weiteren Bände. Das ist aber bisher nicht geschehen und ich glaube irgendwie auch langsam nicht mehr dran, dass das passiert. Und als ich das dann jetzt bei Avell entdeckt habe, wollte ich es unbedingt haben, weil ich denke, dass sich das so schnell wieder weglesen lässt, weil das wirklich nicht viel Text drin ist. Aber ich liebe diese unglaublich bekloppte und ulkige und skurrile Schreibweise von Andy Stanton und ja, die Illustrationen dort drin zeichnen sich nicht durch ihre Schönheit aus, sondern auch durch ihren skurrilen Witz und ich liebe es. Ich könnte brüllen vor Lachen, wenn ich diese Reihe lese und es ist, wie gesagt, müsste jetzt Band 5 sein und dieses Buch hat 6,99 € gekostet, kostet aber auch neu 12,95 €, also ungefähr. Ja, na gut, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich gezahlt, aber dadurch, dass das wirklich wie neu aussieht, gut, hier oben ist auch eine kleine Ecke, aber sonst, das sieht wirklich top aus, ist auch ungelesen, Mängelexemplar, Stempel, ansonsten nix. Da freue ich mich drauf, das werde ich vielleicht auch heute gleich lesen, weil sich das mal eben so in einer Stunde weglesen lässt, es hat, wie gesagt, auch nicht viel Text auf den Seiten, lässt sich auch super vorlesen, glaube ich, für Kinder, die etwas Lustiges, Skurriles haben wollen. Total genial. Mr. Gum ist ein Mensch, der alles Eklige und Böse mag und alles Liebreizende und Liebe natürlich hasst. Und deswegen ist er unser perfekter Antagonist. Unser Protagonist ist ein kleines Mädchen namens Polly. Eigentlich hat sie einen mega langen Namen, aber wenn man sie mag und sie eine Freundin ist, dann darf man sie Polly nennen. Und ein älterer Herr Freitag und ein Hund. Und ja, die liefern sich immer Gefechte. Und diesmal ist das anscheinend ein Tanzbär. Kurze Frage, magst du Bären, die Vorhängeschloss heißen? Ja? Ha, wusste ich's doch. Magst du Heißluftballons? Eh klar, ich weiß, ich weiß. Magst du große Segelschiffe mit verrückten Kapitänen und gemeine Fieslinge und einsame Inseln? Klar, blöde Frage. Worauf wartest du noch? In diesem großartigen, genialen, ach was, in diesem großartig genialistischen Buch überhaupt hier drin, zwischen diesen zwei Buchdeckeln gibt das ist das alles und noch viel mehr. Na los, lies endlich. Ja, ich finde es genial, die Schreibweise und ich freue mich einfach drauf. Das war's von meinem Unpacking. Ich freue mich, dass das endlich geklappt hat, dass es jetzt bei mir ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr könnt mir eure Erfahrungen mit Avell in die Kommentare schreiben. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt noch Lust habe auf ein weiteres Video oder ob ich mir jetzt erstmal Essen mache. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen sonnigen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!